Ihr seid das Licht der Welt. So sagt es Jesus Christus in der Bergpredigt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist eine Zusage von Jesus für jeden einzelnen Menschen, nicht für Besondere, nicht für besonders Heilige. Ihr seid es und ihr könnt es sein. Ich halte diese Worte für wichtiger als je zuvor, gerade in einer Zeit, wo Menschen sagen, was kann ich denn machen? Wo Menschen sagen, es geht nicht anders. Krieg ist der einzige Weg, auch wenn wir ihn nicht wollen. In einer Zeit, wo wir Milliarden Euro ausgeben für den Krieg und das Geld für die Menschen, für die bedürftigen Menschen, wo dieses Geld immer mehr fehlt. Nelson Mandela war einer jener Menschen, die für mich immer ein Vorbild sind. Ein Vorbild, wie man diese Worte ganz praktisch umsetzt und lebt. Er lebte den Respekt, die Achtung, die Gleichheit aller Menschen, tief verwurzelt in seinen Traditionen, in seiner afrikanischen Tradition und in der christlichen Tradition. Er hat viele Jahre im Gefängnis gesessen für das Licht der Welt, für das Leben im Licht. Und irgendwann, nach vielen Jahren, war er auf der anderen Seite. 1994 im Mai wurde er zum Präsidenten der Republik Südafrika gewählt. Und es klingt wie ein Vermächtnis, wenn wir diese Worte hören, die er zu seiner Antrittsrede gesprochen hat. Worte, die uns allen gelten, überschrieben mit Angst. Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir den Anforderungen nicht gewachsen sind. Unsere tiefgreifendste Angst ist, dass unsere Kraft jedes Maß übersteigt. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheiten, macht uns am meisten Angst. Wir fragen uns, wie kann ich es wagen, brillant, hinreißend, talentiert und fabelhaft zu sein? Doch in der Tat, wie kannst du es wagen, dies alles nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein machst, erweist du damit der Welt keinen Dienst. Es ist nichts Erleuchtetes daran, dich zu ducken, damit sich andere Leute in deiner Gegenwart nicht wohlfühlen. Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu verwirklichen. Und er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem Menschen. Und wenn wir unser eigenes Licht strahlen lassen, geben wir unbewusst den anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, befreit unsere Gegenwart automatisch auch andere. Ich wünsche uns, dass wir unsere Angst loslassen können und für das Licht, für die Liebe und für den Frieden kämpfen. Auch wenn andere sagen, das geht nicht und das lohnt nicht. In einem schönen alten Weihnachtslied aus England, da hören und singen wir folgende Worte. Es wird nicht immer dunkel sein, so klingt seit alter Zeit das Wort der Hoffnung, hell hinein in Menschentraurigkeit. Und halten auch die Hirten noch im Finstern ängstlich wacht. Hat doch Gott schon den Himmel aufgemacht in der Nacht? Hat doch Gott schon längst den Himmel aufgemacht? Weiterhin eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich euch allen.